Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind hier auf dem Amigo-Spielefest in Köln und ich habe mir mal den Andreas Finke geschnappt. Hallo. Andreas, du hast das Spielefest mitorganisiert. Erzähl doch erstmal, was ist überhaupt das Amigo-Spielefest? Das Amigo-Spielefest ist viele Dinge auf einmal. Zum einen haben wir hier die deutschen Meisterschaften von ganz vielen unserer Spielen, Sechs nimmt oder Wizard, Saboteur. Wir haben ja immer Vorrunden, die wir über das ganze Frühjahr machen, zum Beispiel bei den Händlern oder entsprechenden Spielevereinen, die mitmachen wollen. Und die Gewinner von dort dürfen hier an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen. Und wir haben nicht nur die Turnierteilnehmer da, sondern auch wer immer kommen möchte, darf kommen. Wir haben eine Spielausleihe, wo wir Spiele erklären. Wir haben einzelne Spielstationen, wo die Kinder sich Stempel besorgen können und dann entsprechende Giveaways bekommen, sodass für alle hoffentlich was Richtiges dabei ist und alle viel Spaß bei unseren Spielen haben. Bis letztes Jahr war das Spielefest ja in Mannheim, jetzt ist es hier in Köln am Tanzbrunnen. Warum habt ihr die Location gewechselt? Wir wollten eigentlich gar nicht wechseln, also der Luisenpark in Mannheim war super, nur die hatten leider keine Zeit für uns, denn das ist halt ein Problem. Das Spielefest muss organisiert werden. Und da war ein Termin, der schon anderthalb Jahre vorher fest gebucht war. Eine 2000 Leute große Hochzeit, die konnten wir leider nicht verdrängen. Und so konnten wir da leider den Platz nicht nutzen. Aber hier der Tanzbrunnen ist auch super schön. Und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr auch wieder hier sein dürfen. Denn wir wissen auch jetzt schon, in Mannheim, Luisenpark geht nächstes Jahr leider auch nicht. Okay, ist wieder eine Großhochzeit, ja. Das wissen wir nicht, was da ist, aber leider Gottes, wir hatten nachgefragt und die haben keine Zeit. Weil wir haben ja auch nur 2-3 Termine im Jahr, wo das wirklich funktioniert. Die Vorrunden müssen schon beendet sein, die ganzen Urlaube, Ferienzeit muss vorbei sein. Und auf der anderen Seite beginnen schon wieder die ganzen Herbstmessen, wo du ja auch bist, zum Beispiel in Essen. Und dazwischen müssen wir irgendwie unser schönes Spielefest unterbringen. Ja, also wer sich dafür interessiert, kann nächstes Jahr wieder nach Köln kommen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir dürfen wieder hier sein. Dann habt ihr ja hier noch einen besonders interessanten Punkt, finde ich, nämlich den Eiskuhl-Parcours. Was ist das denn? Ja, wir haben unser Kinderspiel des Jahres 2017 ein bisschen erweitert. Man muss jetzt nicht nur spielen, sondern man muss vorher einen Parcours bewältigen. Das heißt, die Kiddies bekommen einen Löffel mit einem etwas größeren Pinguin drauf und müssen über Kisten und dann unter bestimmten Hindernissen hindurch und dann zum Schnippen und später noch auf eine Glocke hauen, um das Ganze noch ein bisschen mehr mit Action zu versehen. Jetzt hast du ja eben schon mal eure Turniere angesprochen. Wir sehen auch hier im Hintergrund wird gerade fleißig Wizard gespielt. Erzähl mal, wie läuft jetzt hier eigentlich dieses Turnier ab? Das Turnier hier läuft so ab, dass, wie gesagt, alle sich vorher entsprechend schon qualifiziert haben über die entsprechenden regionalen Veranstaltungen. Hier ist es so, gerade bei Wizard haben wir sehr, sehr viele Teilnehmer. Wir haben dieses Jahr wieder einen Rekord mit 245 Besuchern. Die melden sich morgens um 9 Uhr an, werden erstmal registriert. Klar, wir brauchen sämtliche Adressen etc. und müssen dann die entsprechenden Tische auslosen. Es werden 5 Vorrunden gespielt und daraus entstehen dann die 64 Besten, die dann nochmal gegeneinander spielen. Bis wir dann beim Finale angekommen sind, ist der komplette Tag mit Wizard gespielt. Ja, da hat man einige Partien dann hinter sich. Oh ja, auf jeden Fall. Du bist ja jetzt Mitorganisator oder dafür zuständig, dass das Spielefest heute so stattfinden kann, wie es stattfindet. Erzähl uns mal, wie viel Aufwand ist das eigentlich? Ja, ich habe ja schon so ein bisschen erzählt, dass wir im Endeffekt schon im Jahr vorher oder sogar noch davor anfangen, die Locations zu suchen. Beim Fußball heißt es, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das ist bei uns auch so, nach dem Spielefest ist vor dem Spielefest. Also im Endeffekt geht die Organisation direkt danach schon wieder los. Man versucht natürlich, die Sachen, die nicht ganz so gut gelaufen sind, noch besser zu machen. Wir feilen immer wieder am Turniersystem, dass das nicht zu lange dauert, auch für die Leute. Trotzdem wollen wir natürlich nicht einfach die Anzahl der Runden kürzen, weil dann wäre es zu ungerecht. Und so startet die Organisation im Endeffekt mindestens ein Jahr vorher. Die Autoren müssen Zeit haben. Wir haben den Frederik Meuersen da, Autor von Saboteur, der dann auch noch eine Autorenstunde, Unterschriftsstunde macht. Das muss im Prinzip wirklich immer ein Jahr vorher geplant werden.
Jetzt läuft das Spielefest schon so einen halben Tag. Kannst du schon mal ein erstes Fazit ziehen? Läuft alles so, wie es geplant war? Bist du zufrieden? Oh, wir sind sehr zufrieden. Wie schon erwähnt, wir haben Besucherrekord bei unserer Wizard-Meisterschaft. Und die Location ist super. Das Wetter draußen ist toll, sodass wir auch einige Leute, die eigentlich nur hier in der Gegend spazieren gehen wollen, auf den schönen Rheinterrassen auch hier vorbeischauen. Wie gesagt, wir haben für alle offen, ist Eintritt frei hier. Und wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden und hoffen, dass das auch morgen so weitergeht. Ja, dann können wir vielleicht zum Abschluss nochmal sagen, wann wird nächstes Jahr das Spielefest stattfinden? Weißt du es auswendig? Ich weiß es leider nicht auswendig. Es wird aber wieder so Mitte, Ende September sein. Wir versuchen immer nach dem Stadtlandspiel zu sein. Und das ist ja sowieso immer das letzte Wochenende von Baden-Württemberg und bayerischen Ferien. Und danach, wenn wieder alle da sind, dann geht es mit unserem Spielefest los. Alles klar. Dann wünsche ich euch hier noch ganz viel Erfolg jetzt für dieses Wochenende und natürlich dann auch eine gute Vorbereitung für nächstes Jahr. Und ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Ich danke ebenfalls.